Willkommen zu Let's Board Game und dem Let's Play zum Spiel Shadows of Brimstone. Für dieses Let's Play habe ich beide Sets zusammengemischt. Das heißt, ihr könnt in diesem Verlauf des Let's Plays auf sowohl Monster von City of the Ancients als auch auf Monster von Swarms of Death treffen. Als Mission habe ich hier erstmal die Search Party ausgesucht. Hier ist es die Mission, dass unser kleiner Sheriff dementsprechend jetzt in die Mine geht und dort eine vermisste Person findet. Welche das ist, werden wir gleich im Let's Play sehen. Und dann würde ich sagen, springen wir auch direkt ins Spiel. Als Hauptcharakter für dieses Let's Play haben wir hier den Lawman, den Sheriff Lone Star. Dieser hat jetzt nun die Mission, auf eine Search Party zu gehen. Welche Personen wir finden müssen, werden wir jetzt eben noch erwürfeln. Da guckt man hier. Ich zeige einfach mal als Beispiel jetzt die Mission. Und hier müssen wir dementsprechend jetzt einmal auf die Tabelle würfeln, welche Person gerettet werden muss. Dafür würfelt man einen W6. Und wir müssen die Tochter des Priesters finden. Hierzu gilt es, 3 Clue-Tokens zu finden. Das war im Regelvideo schon mal erläutert worden. Und beim dritten Clue wird dementsprechend ein größerer Kampf stattfinden. Aber dazu auch mehr, wenn wir in der Mine sind. Als Skill habe ich beim Lawman, oder bei Lone Star, den Iron Will genommen, um dementsprechend mit einem Grid eine Darkness-Karte verhindern zu können. Gerade wenn ich jetzt als Singleplayer-Charakter durch die Gegend renne, ist es ja ein bisschen gefährlich, dass ich da drauf gehe. Als ersten Gegenstand habe ich das Dynamit genommen, um halt stärkere Gegner zu beseitigen, auf die ich stoßen könnte. Nun ziehe ich noch einen persönlichen Gegenstand. Und zwar die Bärenklaue. Einmal pro Runde kann ich einen Willenskraftwurf wiederholen. So, dann fangen wir auch direkt damit an. Erstmal den Hold Back the Darkness Wurf von 7 oder höher habe ich in diesem Falle geschafft. So, für die Bewegung mit einer 6 fängt doch schon mal gut an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann mache ich auch direkt einen Scavenge-Wurf, den ich natürlich nicht schaffe. Und die nächste Runde fängt an. Hold Back the Darkness. Mit 11 problemlos geschafft. Und kein Pasch ist immer schön. Bewegung. 3. So, ich mache eine Erkundungsaktion. Wir treffen auf eine kleine Straße mit 4 Feldern. Die muss ich eben raussuchen. Da haben wir die besagte Passage. Dies bringt uns einen Schritt weiter in die Tiefe und die nächste Runde fängt an. Hold Back the Darkness leider nicht geschafft. Und die Bewegung. 3, ich versuche nochmal zu scavengen. Wieder nicht geschafft. Nächste Runde. Mit einer 10 geschafft und Bewegung. Einen Schritt weiter und die nächste Karte taucht auf. The Cavern of Bones. Und wir kommen hier rein. Ich zoome mal ein bisschen raus.
Ich muss leider immer alle Teile durchsuchen, deswegen kann das manchmal was dauern. So, ein Exploration Marker. So, die Runde ist ja beendet, wird aufgedeckt. Zwei Ausgänge hat dieser Raum, würfel ich zweimal. Einmal Ausgang 6 ist offen und Ausgang 2, also die beiden sind offen. Und hier kommt eine Endkappe drauf. Als nächstes kommt eine Growing Dread Karte. Die muss ich noch mischen. Und diese wird beiseite gelegt. So, als nächstes kommt ein Encounter, aber wir finden auch hier in diesem Falle den ersten Hinweis, wo sich der arme Kerl befinden könnte. Encounter. Ein dunkler Altar. A wicked looking altar rests here. Clearly someone has been up to no good. Choose. Knock the altar down. Also ich kann auch wählen, den Altar ja, zu zerstören mit einer Stärkeprüfung. Da habe ich eine Stärke von 3 bei 5 oder höher. Wenn ich ihn ignoriere bei 3 oder höher, bei Glück, weil ich versuche ihn zu zerstören. Also ein dunkler Altar gefällt mir nicht. Ich habe eine Stärke von 3. Und habe auch einen erfolgreichen Test mit der 6. Das bedeutet, ich bekomme 40 Erfahrungspunkte. Oh, it failed, there may have been a mistake und habe nicht fehlgeschlagen, also erfolgreich den Encounter absolviert. Und ich bekomme den Marker als Info, dass ich schon einen gefunden habe. Nächste Runde fängt an. Mit einer 10, Hold Back the Darkness Wurf geschafft. Und ich gehe jetzt mal hier lang. Mit 3 Schritten. 1, 2, 3. Dann nächste Runde. Mit 8 auch wieder geschafft. Schön. Sehr echt Glück gehabt. 2 komme ich hier hin. Und die nächste Karte wird aufgedeckt. The Mining Lift. Den hatte ich gerade in den Händen. So, bei dem Umbau. Token. Dieser wird aufgedeckt. Ein Hinterhalt und 2 Öffnungen. Das heißt, hier sind 2 Ausgänge und ich werde von einer Low Thread angegriffen. Die Mission Chips gerade nochmal. Ich bekomme noch 2 Revive Tokens, weil ich alleine spiele. So, und ein Slasher greift mich an. Slasher hat eine Initiative von 4. So, ich zoome mal ein bisschen ran bei dem Kampf. Schubs. So. Dann also die haben wir für Hold Back the Darkness. 6 hat direkt mal versagt und eine Darkness-Karte wird gezogen. Flood of Bats. A black tide bats pulls through the caverns. Also ein Schwarm Fledermäuse fliegt durch den. Jeder Held bekommt 2 Horror-Hits. Davon habe ich einen natürlich verfehlt, aber durch meine Bärenklaue kann ich einen Willenskraft-Test wiederholen pro Runde. Und ja, reden wir nicht drüber. Bekomme ich einen Sanity-Schaden. So. Dann bin ich dran. Oder Initiative 4. Auch Initiative 4, das heißt, der Slasher ist vor mir dran. Hat eine Bewegung von 5. 1, 2, 3, 4. Kann mich also direkt angreifen. Kommen wir 2. Verfehlt einmal und trifft.
gucken, ob ich den abwehre mit 4 oder höher. Abgewehrt, alles gut. So, dann ist der Lawman dran. Bewegung. 1x3. Bringt jetzt nichts, wenn ich wegrenne, weil er schneller ist als ich. Somit versuche ich, mich dieser Kreatur durch einen vernünftigen Beschuss zu entledigen. Komme auf 4 oder höher. 2 Treffer und durch meine Laying Down the Law kann ich einen Angriffswurf wieder neu würfeln. Aber das bringt mir auch nichts. Ein kritischer, ein nicht kritischer Treffer. Der kritische reduziert die Defense von einem Slasher als Sonderfertigkeit leider nur um 2. Ich sehe auch gerade, ich muss noch 2 Horror-Hits bekommen, weil ich direkt neben ihm gestartet habe. Hab aber beide bestanden. So, also machen wir erstmal den kritischen Schaden, heißt für Defense 2. Mal öffnen wir einmal den Schaden. Komm schon. Nehmen wir mal einen roten. 2, nix. Das ist natürlich schön. Und dann den zweiten. Mindestens 5 oder eine 6. Eine 3. Ja, keinen Schaden gemacht. Das ist nicht gut. Dann ist das. Dann fängt die Runde wieder an. Einmal Root Back the Darkness. Sieben, wunderbar geschafft. Dann ist der Slasher dran, wieder mit 2 Angriff. Trifft 2-mal. Und. Komm. Ich verteidige 2-mal. Das ist nicht schlecht. Dann bin ich wieder dran. Versuche wieder mal. Wobei ich schieße erstmal wegen Bewegung. Da würfel ich eine 1, genau. Dadurch bekomme ich ein Grit. Und dann schieße ich auf diese Kreatur. Setze halt auch ein Grid ein und würfel den kompletten Wurf neu. Ein Treffer und jetzt brauche ich wieder eine 5 oder 6. Wieder nix. Eieiei. So, die Runde fängt wieder an. Aber Back to Darkness. Nicht geschafft. Darkness kommt auf Schritt Nummer 3. Dann ist der Slasher dran. 2-mal. Trifft mich 2-mal. Und ich verteidige 1-mal. Das heißt, ich bekomme 1W6 Schaden. 4. Wenn sie treffen, dann richtig. Dann versuche ich den erneut. Also erstmal wegen Bewegung. 4 bringt nichts, weil er 5 Bewegung hat. Ein kritischer und 2 Treffer. Das ist doch super. Erstmal der kritische. 4 minus 2 macht 2 Schaden. Dann hat die Kreatur noch 4. Und die anderen beiden würfel ich einfach mal zusammen. Komm schon, 2 Sechsen. Eine 6, das heißt nochmal 2 Schaden. So, das sind jetzt 2 Treffer. Das heißt, einmal 15 für den Treffer plus jeweils 2 Treffer. Das heißt, 15 plus 10 gleich 25. Das 2-mal bekomme ich 50 Erfahrungspunkte für den Schaden, den ich gemacht habe. Dann ist wieder Back to Darkness Zeit. 3. Eine Darkness-Karte wird gezogen. Power of the Void. All Void Enemies are now Combat plus 1. Diese Karte bleibt im Spiel. Ich lasse erstmal im Spiel, weil ich aktuell keine Void-Gegner habe. Aber im Fall der Fälle kann ich noch die Darkness-Karte nutzen. Also meine Sonder für Iron Will. Aber jetzt ist erstmal der Slasher dran. Trifft 2-mal. Ich wehre es 1-mal ab. Und bekomme nochmal 4 Schaden. Jetzt haben wir schon 8. Von 12 Lebensenergie ist nicht gut. So, dann bin ich wieder dran. Einmal wegen der Bewegung. 5 bringt mir nichts wegzulaufen. Das heißt, ich schieße mal auf ihn. Ein Treffer, dann würfel ich einen neu.
Nix. Ein Treffer. Komm, gib mir eine 6. Eine 1. Naja. Genau das Gegenteil. So, nächste Runde. Die Hold Back the Darkness. 3. Wieder fehlgeschlagen. Das war's dann wohl mit meinem Glück. Der Slasher. Einmal verfehlt er mich, einmal trifft er mich und ich wehre es nicht erfolgreich ab. Und er macht mir 5 Schaden. Dadurch komme ich auf meine 12. Das heißt, ich wäre jetzt tot normalerweise. Aber dadurch, wenn ich einen Revive-Token habe, werde ich wieder komplett geheilt. Sowohl im Bereich Sanity als auch erwunden. Das ist kein guter Anfang. Dann bin ich dran. Einmal wegen der Bewegung. 6. Na, kann ich weit genug weglaufen, weil ich sonst keine Reichweite habe, um ihn zu treffen. Na, ich versuche ihn zu erledigen. Ein Treffer. Einen darf ich neu würfeln. 2 Treffer. 5 oder 6. 5 oder 6. Komm schon. Eine 5. Damit hat er einen Schaden wiederbekommen. Dadurch hat er jetzt 5. Ich bekomme nochmal 20 Erfahrungspunkte. Ich versuche noch eine Runde. Hold back the darkness. 7. Doch mal zur Abwechslung geschafft. Der Slasher schlägt mich. Trifft einmal und ich wehre es natürlich nicht ab und kriege 6 Schaden. Eieiei. Dann darf ich zurückschlagen. Erstmal wegen der Bewegung, vielleicht bekomme ich einen Grit. Natürlich nicht. 2 Treffer und nichts. Eine 5 oder 6. Komm. Jupp, eine 6, herrlich. Damit ist der Slasher endlich Geschichte. Er hat 6 Schaden, ich bekomme nochmal 20 Erfahrungspunkte. So. Und dafür darf ich eine Loot-Karte ziehen. Und ich bekomme... What's this? Draw an Artifact Card. Ich bekomme ein Artefakt. Vielleicht eine schöne Pistole. So. Kommen wir zu den Minenartefakten. Ich mische sie nochmal durch. Und da haben wir Darkstone Bullets. Discard to make all of your guns hits plus one damage until the end of the adventure. Ah, eine sehr schöne Munitionsart. Die aktiviere ich auch direkt. Und ich bekomme nochmal 20 Erfahrungspunkte für die Karte. Ja, das war doch jetzt ein mehr oder minder erfolgreicher Kampf. So, mir fängt jetzt die neue Runde an. Hold back the darkness. Auf 7 oder höher. Eine 6. Eine Growing Dread Karte kommt hinzu. Raus. Hier sind wir jetzt mittlerweile auf der 6 und sind bei der Tiefen bei der 13. Ist also noch nicht so ideal. So, dann bewegen wir uns mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Einmal eine Map-Karte. Der große Raum. Der große Raum.
ein Exploration Token. Decken wir auch direkt auf. Ein Angriff und ein Ausgang. Der Ausgang befindet sich bei der 5. Das ist... Hier ist der Ausgang. Ein Angriff, das heißt eine Low Threat wird gezogen und es sind 6 Void Spiders. Leider haben die eine sehr hohe Initiative und zwar 6. Aber dafür sind sie leichter umzubringen. Und dann zoomen wir auch direkt wieder in den Kampf. So, Anfang der Runde. Erstmal holt Back the Darkness. So, einen Schritt nach unten in die Mine. 4, damit ist er auf 7, der Death Track. So, Initiative 6, das heißt, die Spinnen sind zuerst dran, haben eine Geschwindigkeit von 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, die kommen hier problemlos um mich rum. Und können mich auch direkt angreifen. Dann mache ich jetzt einfach mal 6 mal 2. Das heißt, wir brauchen 12 Würfel. Alle auf die 4 oder höher. Das ist nicht gut. 3, 6, 7 Treffer. Dann Rüstungswurf. Von 4 oder höher. Habe ich zumindest 3 geschafft. Und 4 nicht. Also ich bin schon wieder bei 10 Wunden. Das sieht nicht gut aus. Und dann bin ich dran. 3 Attacken. Einen darf ich neu würfeln. Ja, schade. Da habe ich aber einen kritischen und einen normalen Treffer. Da die aber keine Rüstung haben, ist es eigentlich egal. Damit schieße ich erstmal auf den. Die ist tot. Und dann auf die daneben. Die ist auch Geschichte. 2 Spinnen weniger auf diesem Planeten, 20 Erfahrungspunkte. Dann fängt die nächste Runde an. Hold back the Darkness. Wieder nicht geschafft. Das ist Darkness, the Dark Omen. Aber ich sehe gerade, die Spinnen haben jeweils noch einen Angriff mehr wegen dem Void-Ereignis. Vielleicht bin ich ja schon wieder. So, die haben nicht getroffen, 2 haben getroffen, davon ging keiner mehr durch. So. Darkness-Karte, wo haben sie? The Darkness immediately moves one step forward on the death track. Each hero gains 20 XP and may recover one grit. Das heißt, ich bekomme 20 Erfahrungspunkte und ich bekomme ein Grit hinzu. Dann sind die Spinnen dran. Mit jeweils. Ich gebe ein Grid aus, um das Event zu canceln. Damit die nicht mehr 3 Attacken haben, sondern nur 2. Aber es sind bei 4 Spinnen immer noch 8 Angriffe. So. 3 fehlgeschlagen. Dann habe ich noch. Ja, ich muss jetzt alle schaffen, sonst darf ich wieder einen Revive-Token benutzen. Einen natürlich nicht geschafft. 3, 5, 12, 4. Damit geht auch der zweite Revive-Token verloren. Und mit dem nächsten Tod bin ich dann wirklich tot. Ah, ist nicht einfach als Singleplayer. Dann bin ich dran. Treffe 3 Mal.
mache ich dreimal Schaden. Wäre jetzt natürlich fatal gewesen, aber jede meiner Schüsse macht plus 1 Damage. Das heißt, ich habe aus den 3 Zweien mache ich jetzt 3 Dreien. Und dadurch kann ich 3 Spinnen beseitigen. Das sind dann 30 Erfahrungspunkte. Nächste Runde fängt an. Holt weg der Darkness. Mit 9 geschafft. Die Spinne versucht ihn anzugreifen. Schafft es leider auch. Und ich kriege es abgewehrt. Dann bin ich wieder dran. 3 Schuss. Einen darf ich neu würfeln. Und 2-mal Schaden. Mindestens eine 2 brauche ich. Plus jeweils ein. Ja. Also. Aus denen mache ich jeweils eine 2. Und dadurch habe ich zusammen 4. Damit kann ich den erledigen. So, nochmal 10 Erfahrungspunkte. Dann haben wir auch in diesen Angriff überlebt und wir bekommen wieder eine Loot-Karte. Ein Darkstone. Und eine 20 Erfahrungspunkte. Die Voidspinner, Spiders besiegt. Und die nächste Runde fängt an. Doppel 6 habe ich auf jeden Fall geschafft. Und Stubborn Resolve. Ich kann. The place is horrible, unforgiving, but you are not about to give up without a fight. Also, das ist das einzig Positive auf dem Death Track. Da darf ich entweder D6 Wunden heilen oder ein Grip wieder bekommen und ich nehme natürlich jetzt in dem Fall den Crit, weil ich komplett gesund bin. Dann darf ich mich bewegen. 2. Nächste Runde. Mit einer 9 habe ich es wieder geschafft. Darf mich bewegen. So. Und die nächste Minenkarte wird aufgedeckt. Der Rail Tunnel. Ein Exploration Token. 2 Ausgänge und 2 Encounter. Der erste Encounter ist Ancient Ruins. The room is makeshift dig site. The excavation has uncovered ancient ruins of a massive alien statue buried for Millennia in the Earth. Also eine alte Statue ist dort und die wurde gefunden, die seit Ewigkeiten in der Erde schlummerte. Ich muss jetzt einen Lore-Test machen. Lore habe ich 2 auf 6 oder höher. 6 habe ich geschafft. For every 6 a hero rolls, they gain 50 Erfahrungspunkte. Dann... Okay, dadurch, dass ich jetzt das geschafft habe, muss ich direkt eine Growing Dread Karte ziehen und ausführen. Your shadows think of what lay before you. Move the darkness step forward on the district. Ja, geht einen Schritt nach vorne. Und eine Darkness Karte wird wieder gespielt. Cave in. Each hero must pass an Agility 6 plus Test or take D6 Hits from Falling Debris. Also die Höhle bricht zusammen und ich muss einen Agility Test machen. 6 oder höher. 5 und 4. Nicht geschafft. Ich bekomme 1 W6 Schaden. Würfel ich natürlich eine 6. So, da kommt der zweite Encounter. Hanging Bodies. The ceiling covered in hanging bodies and swaying drafty air and drip, drip, drip as a warning to these who would dare to proceed. Also da hängen dann auch gleichzeitig noch Leichen von der Decke, die davor warnen, weiter voranzuschreiten. Da muss ich einen Lore-Test machen auf 5 oder höher. Habe ich wieder geschafft, mein Gott.
Für jede 5 oder höher bekomme ich 20 Erfahrungspunkte, also einmal 20 Erfahrungspunkte. Wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, hätte ich W6 Horror-Hits bekommen, aber ist alles gut. Und da nicht alle Helden es nicht geschafft haben, ist auch alles in Ordnung. Gut. Dadurch ist dieses Feld auch abgehandelt. Und ich gehe weiter in die Mine. Rot Wechsel Darkness, wieder fehlgeschlagen. Eine Growing Red Karte kommt hinzu. Ich darf mich bewegen mit einer 1. So bekomme ich zumindest einen Grid. Den setze ich direkt zum Bewegen ein. 3, 1, 2, 3. Und die nächste Karte wird aufgedeckt. The Rail Tunnel. Ich kann gucken. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt stimmt's. So, noch ein Rail Tunnel. Exploration Token. Ein Tor in eine andere Welt befindet sich dort. Und sonst nichts. Da ich aber kein anderes Tor in die andere Welt suche, muss ich gleich umdrehen. Aber hier ist zumindest schon mal der nächste Hinweistoken. Und ein Encounter findet statt. The way forward is blocked by an unseen force of riddle and stone. Cunning 6. Cunning habe ich 4. 6 oder höher brauche ich. Ich setze einen Grid ein, um den zu wiederholen. Der ist Kippe. Na komm schon, eine 6. Na. Gut, ich bekomme D6 Treffer. 5. Damit habe ich noch eine Lebensenergie. Das ist nicht gut, gar nicht gut. So, ich könnte zwar jetzt hier durch, um da einen Test auszuführen, aber da ich ein bisschen in der Bredouille bin, muss ich weitergehen. Hold Back the Darkness. Mit einer 6 wieder fehlgeschlagen. Eine Darkness-Karte. Lying in Wait. Der nächste Angriff wird ein Hinterhalt. Ich versuche mit einem Grid diese zu canceln. Bei 4, 5 oder 6 klappt es auch. Und eine 5. Dann ist die Karte weg, aber leider auch mein Grid. Dann darf ich mich bewegen. 1. Bekomme ich wieder ein Grid hinzu. Hold Back the Darkness. Warte mal, nee, ups. Ich hab... So. 3. Fehlgeschlagen. Also entweder läuft die Darkness gleich aus der Mine oder ich bin tot. Aber alles wird gut. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eine lange Passage. Token, also wieder Hold Back the Darkness. Mit einer 8 habe ich geschafft. Bewegung. 2. Ich versuche hier zu scavengen. Nicht geschafft. Nächste Runde fängt an. Hold Back the Darkness. Mit einer 10, was nicht gut ist. Ich bekomme D6 Horrortreffer. Das sind 4. Die ich mit einem 4er Rüstungswurf abwehren kann. Einen darf ich wiederholen und mit einem Sanity-Schaden. Dann bis Laufen. Eine Karte wird gezogen wieder. Eine Corner Passage.
Hold Back the Darkness. 8 habe ich wieder mal geschafft. 1, 2, 3. Nächste Karte, ein Rail Tunnel. Jetzt gehen wir allmählich die Tunnel aus, aber hier haben wir noch einen. So, ein neuer Exploration Token. Ein Angriff und aber der dritte Clue-Token. Das heißt, das hier wird alles ignoriert. Hier kommen 2 Endkarten drauf. Und ein Angriff erfolgt. Das ist in diesem Falle, bei dem Szenario, der Endkampf ist eine High Threat. Und das ist in diesem Falle Heilige. Okay. Einmal Stranglers, 3 Stück. 5 Tentakel und 2 Bob und 8 Void Spiders. So, nach der Initiative. Wir haben eine Initiative von 2, das heißt, sie kommen nach ganz hinten. Davor kommen die Strangler, ein kleiner Inni von 4. Und davor kommen die Voidspinnen. Dort befindet sich aber auch die arme Sohn des Priesters oder die Tochter. War es die Tochter? Bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Es ist die Tochter, nicht der Sohn. Aber wie ich das hier so sehe, muss ich jetzt zu Beginn der Runde entscheiden, ob ich kämpfe oder ob ich bleibe oder kämpfe. Da ich noch einen einzigen Lebenspunkt habe und nichts machen kann, um mich zu heilen, entscheide ich mich in diesem Moment zu flüchten, da ich vermute, dass die Tochter sowieso tot ist. Wir hätten aber direkt mal auch würfeln können. Da, wenn man die gefunden hat, muss man schauen, wie weit der Tracker hier sich weiterentwickelt hat. Das heißt, wir sind in Stage 2. Das heißt, hier wird 2 Würfel und bei einer 1 ist die Tochter tot. Na, okay, sie lebte noch, aber leider hatte ich nicht genug Feuerkraft bzw. Lebenspunkte, um ihr helfen zu können. Und somit ist sie leider verstorben. Das heißt, ich flüchte aus der Mine. Und jetzt muss ich gucken, weil ich habe jetzt natürlich eine Niederlage erleidet. Das ist in diesem Szenario, dass ich einen W3 würfeln muss. Und dementsprechend viele Corruption Hits bekomme ich. Das ist in dem Falle jetzt 3 Stück. Gut. Das war eine nicht sehr erfolgreiche Mission. Also gerade das Endszenario, muss man mal gucken, das ist ziemlich schwer, gerade wenn man alleine spielt. Da man halt von den Monstern, die man gerade eben gesehen hat, sehr gut umzingelt werden kann. Aber nun kommen wir zur Phase nach der Mission. Erstmal wird alles wieder geheilt. Bis auf die Corruption Hits. Die Darkstone Bullets muss ich leider wieder ablegen, da die nur für eine Mission galten. Und ich muss auf die Travel Hazard Tabelle werfen. So, wo
Wo haben wir sie? So. So. Gehen wir das hier durch. Also zu Beginn wird einfach noch geguckt. Schaffe ich das? Das heißt hier Successful Progression. So, jetzt muss halt hier gewürfelt bei. Für jeder Held muss einen D6 würfeln. Und bei 1 oder 2 kommt ein Hazard. Aber nein, ich schaffe es problemlos wieder zurück in die Stadt. So. Tag 1. So, dann würde ich da gucken. Als nächstes, wir haben jetzt noch einen Darkstone. Versuche ich erstmal den zu verkaufen am ersten Tag. Natürlich habe ich kein einziges Stückchen Gold gefunden. Das heißt, ich bin ziemlich aufgeschmissen. Da muss ich auf jeden Fall zum Frontiers Outpost. Muss ich mir eben raussuchen. Frontiers Outpost. So. Bei W6 muss ich würfeln auf die erste Tabelle hier. Die 6. Hanging. One of the soldiers has tried to run off in the night, was caught and is being hanged this afternoon for desertion. With a kick of a stool and snap of the rope, the man is left swinging as an example to others who would show cowardice in the face of their duties. Shaken by the sight of his twitching feet, you lose one grit. Schade. Aber was soll man machen? So, dann versuche ich jetzt hier einmal meinen Darkstone zu verkaufen. Dafür würfe ich einen W6. Bekomme 25 Gold für diesen Darkstone. Ist ein sehr kleiner Stein gewesen. Und ich würfe für die nächste Mission hier die Bounty aus, ob auf irgendeine Kreatur aktuell eine Belohnung aussteht. Das wäre die 4. Das heißt, für Stranglers bekommen wir $50 für jeden, den wir erledigen. So, den Rest kann ich nicht machen, da ich nicht genug Geld habe. Da ich jetzt 25 habe, werde ich diese Nacht dort übernachten. Das kostet mich 10 Dollar. Und dann wird auf die Hazard-Tabelle gewürfelt. Ja, wo haben wir's? So. Also wir sind Tag 1, das heißt nur bei der 1 passiert was. Die 6, es passiert nichts. Habe ich Glück gehabt. So, um mein Geld aufzubessern, muss ich mal gucken, ob ich irgendwie pokern gehen kann. Nee, das kostet mich auch schon $50. Ich habe auch nichts, was ich verkaufen kann. Die Corruption kann ich auch nicht entfernen. Das bedeutet, ich kann an sich in der Stadt nichts mehr machen. Muss mich jetzt leider noch beim Priester entschuldigen, dass ich seine Tochter nicht retten konnte und würde auf die nächste Mission gehen. In dieser Sicht natürlich der Priester Mackenzie Lone Star anschließt, um dementsprechend herauszufinden, wo diese Kreaturen herzukommen. Und dieses heißt, die nächste Mission wird eine Erkundungsmission in die Mine. Aber dies werdet ihr sehen im nächsten Let's Play. Und wenn es euch interessiert, drückt einfach gleich auf den Link. Wenn ihr noch Fragen habt zu den Regeln, drückt den anderen Link. Und wenn es euch gefallen hat, einfach Kommentare in oder unter das Video. Gerne auch per Fragen an mich. Also, wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao!